Dr. Saif Afad, Sie sind Röntgenarzt, sind 2004 aus dem Irak nach Deutschland gekommen und arbeiten zurzeit im Impfzentrum des Landkreises Tübingen. Wir sprechen über Corona-Schutzimpfungen. Nun hören wir von Migrantinnen, Migranten, aber auch Nicht-Migrantinnen, Nicht-Migranten von allen. Die Frage, es gibt unterschiedliche Sorten von Impfstoffen. Und jeder möchte natürlich die beste Sorte für sich haben. Wie groß sind denn die Unterschiede zwischen diesen Impfstoffen? Die Frage hören wir tatsächlich öfter und die Antwort darauf ist folgendes. Erstmal, es gibt aktuell in Deutschland zwei Gruppen von Impfstoffen, mRNA-Impfstoff und Vektorimpfstoff. mRNA-Impfstoffe, da sind von Moderna und von BioNTech Pfizer, die man auch aus den Medien kennt, und Vektorimpfstoff von der Firma AstraZeneca. Die unterscheiden sich in der Wirkungsweise beziehungsweise in der Technik, was dahinter steckt bei diesen Impfstoffen. Die mRNA-Impfstoffe funktionieren folgendermaßen, dass sie eine Art Messenger-RNA in die Zelle geht und geben dann die Information oder so eine Art Rezept der Zelle, dass die Zelle dann weiß, wie ein Coronavirus oder dieses Spike-Protein von der Coronavirus aussieht. Und bei AstraZeneca ist es ein Vektorimpfstoff, das heißt, die Information ist verpackt in einem super geschwächten Virus, was den Menschen nicht krank machen kann, um einfach auch der Zelle so beizubringen, wie das alles aussieht. Alle Impfstoffe sind in Deutschland mit der Ständigen Impfkommission getestet worden, oder es gibt eindeutige Empfehlungen, die man aus der Wissenschaft auch zieht. Die Empfehlung ist aus der aktuellen Wissenschaft in der ganzen Welt ist besagt, dass die Impfstoffe sind gut und sind sicher. Das Einzige, was zu ein bisschen Verwirrung geführt hat, ist AstraZeneca durch diese ganzen Medien, die in letzter Zeit dann, so also die schlechte Medienbeiträge, die in letzter Zeit darüber kamen. Letztendlich wurde da ein sehr geringes Risiko für junge Frauen gefunden, dass sie eine Thrombose bekommen können. Und dementsprechend gab es eine Umstellung in der Empfehlung. Alle Impfstoffe sind sehr gut. Von der Wirksamkeit her kann man die mRNA-Impfstoffe sind vergleichbar. Von beiden Herstellern und bei AstraZeneca ist es auch ein sehr gutes Ergebnis. Ich nehme immer gerne das Beispiel, dass Grippeimpfung, was millionenweise geimpft wird, immer jährlich, hat circa so eine Wirksamkeit von 50 bis 60% manchmal, weil da so verschiedene Stämme sind. Und bei den Impfstoffen hier, es handelt sich alle über 75% Wirksamkeit. Von daher ist sehr gut. Es gab auch viele Studien, die gezeigt haben, dass man auch nach einer ersten Impfung einen schweren Verlauf vermieden werden kann. Was alleine das, finde ich, einen Grund, sich impfen zu lassen. Vielen Dank, Dr. Bitte. Saif Afad.